In der Corona-Zeit habe ich wirklich meinen Spaß an der Abstraktion gefunden, damit zu experimentieren, einfach mit Farben, Formen, Linien, anderen Zugang zur Malerei und auch auf der Leinwand zu schaffen. Und das ist wirklich etwas, was ich im letzten Jahr 2020 entdeckt habe. Ich male eben auch seit jeher bunt, farbenfroh, ungewöhnlich. Das heißt, die Gegenstände müssen nicht die Farbe haben wie in der Natur. Meine Bilder sind zum Teil ungewöhnlich, haben eben auch mal Ecken und Kanten, wie ich auch. Für mich ist es immer sehr interessant, die unterschiedlichen Bilder zu sehen. Und zwar, weil jedes Bild zeigt für mich auch eine Epoche. Es gibt also Bilder, wo ich sehr viel mit Gelb und diesen sonnigen Farben gemalt habe. Dann gibt es diese klassischen, ganz starken, klassischen schwarzen Bilder auf dem schwarzen Hintergrund. Das ist so martialisch. Und jetzt eben auch diese abstrakte Serie. Wenn man als Künstler Unternehmer ist, das heißt, wenn man hauptberuflich unterwegs ist, dann sollte man natürlich auch schon einen Bereich haben, der auch die Rechnung bezahlt. Und als Künstler ist man ein marktabhängiger Unternehmer, so heißt es in der Fachsprache. Das heißt, wenn die Kunden meine Sachen nicht kaufen, wird man nie erfolgreich sein. Wir haben in der Zwischenzeit auch die Hamburger Kunstgalerie gegründet, also Hamburger Kunstgalerie in drei Worten geschrieben. Und zwar, das ist so ein Vermarktungskonzept, auch von meinem Mann, weil wir damit auch auf die großen Kunstmessen gehen können. Was ich jetzt konkretisiert habe, ist, und zwar ein Buch herauszubringen, weil mich viele Kollegen fragen, wie geht das eigentlich, so von seiner Kunst leben zu können, seine Kunst zu verkaufen. Und es ist wirklich ein ganz schwerer Markt. Und deshalb habe ich mal angefangen, meine Erfahrungen zusammenzuschreiben mit ein paar Tipps. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen damit auch helfen. Wir sehen eigentlich hier so eine kleine Auswahl von den Geschenkeartikeln. Das wird sehr gerne genommen, weil die Originalkunstwerke, die werden so geliebt. Also es gibt ganz viele Kunden, die finden die Farben schön, die Emotionen, die Dynamik. Aber die kosten immer Geld. Und deshalb habe ich jetzt gerade auch in der Corona-Zeit verstärkt so Geschenkartikel reingenommen. Man kann es verschenken, man kann es anziehen. Und das macht den Kunden auch Spaß, einfach diese Emotion mal tragen zu können. Ich sage immer tragbare Kunst. Das Bild hat eine besondere Bedeutung, weil das ist eigentlich das Bild, weshalb die deutsche Bundesregierung mich angefragt hatte. Weil die haben das bei mir im Internet gesehen, eben das bunte, ungewöhnliche Pferd. So kam man eigentlich drauf, mich mit anzusprechen, ob ich nicht was zur Verfügung stellen könnte. Und deshalb bin ich eben einen Schritt nach vorne gegangen und habe dann das bekannte Queen-Bild auf Bestellung gemalt, weil das eben noch passgenauer gewesen ist. Das ist jetzt ein neues Kunstmagazin, was gerade gelauncht wird. Also es ist eben Royal Arts. Es wird auch in Monaco rausgegeben. Und da ist ein langer Artikel von mir mit drin. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass man da auch auf mich zugekommen ist. Au, Träume. Mich interessiert es sehr, noch ein paar andere Märkte zu erobern. Also beispielsweise auch jetzt Frankreich und auch Amerika. Und das kommt jetzt alles und auch der englische Markt. Und das sind Sachen, die ich vorhabe, um mich auch da ein bisschen mehr auch zu etablieren und jetzt keine Konzentration auf den deutschen Markt zu haben.